Und damit sage ich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Runde Space Marine 2. Der Chris ist da, ich bin da und wir sind mitten im Urwald. Ja, hallo. Ich habe jetzt kurz überlegt, du sagst, wir sind mitten im Urlaub. Mitten im Urlaub, ja. Ja, sogar am Feiertag sind wir hier und kämpfen quasi, ja. Also. Ja, Tag der deutschen Einheit. Ja. Ich wollte was Dummes sagen, egal. Ich wollte auch was Dummes sagen, aber ich habe gehofft, ich könnte das überspielen, wenn du was sagst. Aber okay, peinliche Stille an der Stelle. Ja, wir sind wieder da und was ist denn beim letzten Mal oder in den letzten Folgen eigentlich passiert? Wir haben diesen Sympathieträger von Mechanicus, also einem der Maschinenbauer, geholfen, dieses Schiff zu betreten, ihn zu evakuieren. Aber das sah dann in der letzten Folge gar nicht mal so gut aus. Ja, das ist schön, dass du sagst Sympathieträger, weil ich glaube, die Sympathie... Die hat er auf dem Weg verloren. Sympathie hat er so verloren wie die Höhe von seinem Flugzeug, was abgestürzt ist, aber ja. Oh ja, oh ja. Naja, verdient, muss man sagen, ne? Wir haben ein neues Gadget. Möchtest du was dazu sagen? Wir können überlegen, wie es heißt. Erstmal, es heißt Sprungmodul, genau. Und damit kann man sogar, wie der Name schon sagt, einen Standortwechsel durchführen. Und zum Beispiel Nahkampfangriffe ausführen. Wahlweise Luftangriffe. Die zu einem Nahkampfangriff werden. Was hat er vor? Und da schießt er runter. Wunderbar. Heftig. Ja. Was hat er vor? Was lange Luft. Das war ein bisschen verdächtig, aber okay. Klang richtig episch. Ja, du kannst übrigens auch in der Luft auch nochmal dann. Moment. In der Luft auch nochmal einen Dash machen. Ein bisschen Luft. Machst du nochmal zum Dash. Zum... Okay, gut. Das war der Vorführeffekt. Ja. Weil wir gerade dabei sind, wie findest du eigentlich diese Tastenbelegung? Ich finde die unfassbar grottig, also wurde das Spiel, als würde das Spiel komplett auf Kontrolle ausgelegt gewesen sein. So ein bisschen, also ich muss immer daran denken, dass ich mit meinem Wurstfinger-Daumen auch quasi nicht nur auf die Leertaste, sondern auch auf C komme, sonst würde es mit dem Konter zum Beispiel nichts mehr. Ja, zum Beispiel. Aber auch hier Q, ne? Also jetzt, wenn du jetzt links Dash machen möchtest, musst du quasi mit dem W-Finger drücken. Das geht das doch gar nicht geschaut. Also das ist irgendwie eher weniger geil. Ja. Also Steuerung kann man drüber diskutieren. Die wirkt nicht ganz so zu 1000% ausgereift, aber ich denke mal, man kommt damit klar. Sprungmodul aktiv. Jetzt überlege ich gerade, warte mal, du konntest doch noch irgendwie... Ach nee, ich glaube, es war Q und dann in der Luft Shift halten. Genau, und dann kannst du nämlich hier noch deine Waffe auswählen. Schweben, ja. Also wenn du deine Waffe auswählen kannst du? Also eine Waffe auswählen im Sinne von, ich muss meine Fernkampfwaffe auswählen, damit ich dann... Wenn ich in der Luft bin und Shift halte, dass ich dann von da aus auch schießen kann. Aber ich bin die ganze Zeit dazu verleitet, immer wieder. Du könntest auch alles drei machen. Du könntest die linke Maustaste so schweben, schießen und dann nochmal diesen Bodenangriff machen. Das könnte man tun. Jetzt bist du aber schon sehr weit nach vorne. Warte mal, ich komme dir hinterher. Ja, erstmal bis zum Mars und wieder zurück. Wir sollten uns vielleicht auch langsam mal auf den Weg machen, ne? Wir haben ja so eine entspannte Einstiegstalkrunde und so, während die, keine Ahnung, vielleicht gerade von den restlichen Tyranniden abgeschlachtet werden. Ich meine, neben ihm sind ja, glaube ich, noch sogar Space Marine Brüder von uns mit auf dem Schiff, meine ich zumindest. Weiß ich nicht. Ah, wir finden es raus. Die Brüder müssen wir holen, ihn lassen wir da. Okay, genehmigt. Ja, das ist dann bitte Heresy irgendwie, oder wie ist das? Und dann kommen wir wieder hier ins, sag schon, wie heißt es? Das war falsch. Das Bataillon, das Death Watch. In die Death Watch zurück, ja. Wieder die Death Watch die nächsten 100 Jahre. Vielleicht. Oh, ich habe hier eine Plasma-Pistole gefunden. Aber ich, ach stimmt, und es gab einen Patch, wollte ich gerade noch sagen. Es gab einen Patch, wo auch hier und da ein paar Waffen angepasst wurden. Aber... Vorbereitet wie ich bin, habe ich natürlich... Nee, gebufft tatsächlich. Mhm. Aber vorbereitet wie ich bin, habe ich mir natürlich nicht alles durchgelesen. Ich muss doch bestimmt... irgendwas durchgelesen. Ich habe mir gar nichts durchgelesen. Ah, perfekt. Ich habe es zumindest schon mal hier hochgeschafft. Also ein kleiner Erfolg ist schon mal verbucht worden in dieser Folge. Wer ist er denn? Der springt ja erstmal bis ganz nach oben. Ach, du bist da drüben. Ja, hallo. Oh, okay. Und da oben gibt es Waffen, guck mal da. Schweben. Ah ja. So. Ah nee. Hoppala, das wollte ich so nicht. Ich müsste ein Stückchen weiter hoch, damit ich da rankomme. Weil da oben sehe ich doch schon. Langsam dann rüberschweben. Ja gut. Ah, oder auch nicht. Okay. Ach nee.
Du kannst es dann nochmal in der Luft aktivieren. Wie meinst du? Also du kannst da vorne dashen, kurz Q drücken und dann kannst du nochmal einen richtigen Jump machen. Ah. Wenn du nochmal Q drückst. Okay. Also was normal, ich möchte mal probieren, da oben an die Waffen anzukommen, oder geht das von der Seite aus gar nicht? Weiß ich nicht. Achso, ja, warte mal, dann gehe ich mal da hoch. Oder würde ich ja doch eher die Nahkampf Dings hier nutzen, weil damit bist du wenigstens schnell drüben. Sprungmodul aktiv. Ja, wunderbar. Stimmt, ja. Was haben wir denn eigentlich für Waffen dabei? Ihr macht dafür genau das, was du machst, okay. Das ist eine sehr schlechte Entscheidung. Hier ist leer. Ein Oculus Bolt Karabiner. Nehmen wir mal auf und schauen, was ich dabei habe. Ein Sturmbolt Gewehr. Ah ja. Ich kann dir nicht sagen, was besser ist oder schlechter ist. Aber gut, dann gehen wir mal damit weiter. Wir müssen nach drüben in die Höhle. Wo bist du denn? Hier ist noch eine Thermalwaffe, wenn du willst. Das ist ein Meltergewehr. Nee, aber danke. Wechsle Standort! Das ist sehr langsam tatsächlich. Hoppala. Dem Bruder ging es gar nicht gut. Zumindest das, was noch von ihm übrig ist. Okay. Ich glaube, so langsam sind wir in der Steuerung drin. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt da... Ach, du bist schon wieder viel weiter vorne als ich. Hallöle. Hey. Lass uns davon schreiten. Weißt du, es hat jetzt auch einen Vorteil gehabt, dass wir jetzt am Anfang noch ein paar kleinere Probleme hatten, bevor wir starten konnten. Weil sonst hätte ich jetzt vielleicht in der ersten Aufnahme noch meine imperiale Spülmaschine im Hintergrund gehabt. Und das ist so dann doch ganz gut. Wir hätten es rausfinden müssen. Oder wir hätten es rausgefunden. Die imperiale Spülmaschine, nicht schlecht. Ja. Nieder mit euch! Oh. Jawohl. Der lebt noch. Oh, den hole ich mir. Ich habe gesagt, ich hole dich mir und nicht andersrum. Frech. Oh. Ja, die schießen auf mich. Ach, warte mal, wir können jetzt da hoch. Warte mal. Ich warte. Hoppala. Nee. Ich muss. Mein größter Gegner, die Steuerung des Sprungmoduls. Warte, ganz nach oben und jetzt darunter. Das war aber knapp jetzt. Ich habe schon gedacht, mich haut's wieder nach unten. In der Luft schießen. Ja, jetzt warte mal hier. Ein Tutorial-Text jagt den nächsten. Achso, wir sind hoch. Wo ist hier? Ach da. Ach so. Darion, was ist los mit dir? Mach doch mal was. Da oben. Ich habe ganz vergessen, dass man auch schießen kann. Ich stehe jetzt dann überlegen, wie komme ich da mit meiner Nahkampfwaffe dann? Ja. Und wieder mal perfekt vorbereitet. So, was haben wir denn hier? Ich finde die Waffenauswahl ein bisschen dürftig bisher, muss ich sagen. Stalker-Boat-Gewehr, Hochleistungs- mit Zielfernrohr. Na, ich möchte mich nicht schon wieder mit Zielfernrohren blamieren, ich würde dir das mal lassen. Was sehe ich denn da unten? Vollgas! Das ballert schon rein, ne? Dieses ja. Stalker-Boat-Gewehr. Achso, ich habe gedacht, du meinst, das Reinspringen an die Viecher zu legen. Also. Und exekutieren, weg mit dir. Wunderbar. Halt, anders, hoch. Überraschung, meine Freunde, ich grüße euch. Mal hier es sein lassen, auf mich zu schießen. Der Wurstfinger sitzt gut auf der Parieren-Taste, es hat funktioniert. Und ich hab das Ding halbiert. Was ist los? Wo bist du? Mein Bruder, sprich mit mir. Bin woanders. Alles gut bei mir. Das halte ich immer für Gerücht. Na gut, dann scheint es tatsächlich gut zu sein. Oh nee, komm ja nicht. Ich habe auch nochmal einen erwischt. Jawohl, so will ich das sehen. Weg damit. Weg mit euch. Gib mir deinen Arm, damit ich dich damit halbieren kann. Was ist ein Ditte hier? Das kommt von den Fernkämpfern, aber wenn du da auf das Zentrum schießt, kannst du es, glaube ich, explodieren lassen. Oder konntest es explodieren lassen. Bleibt mir auch zu schlecht zum Zielen. Ja. Ach doch, wenn man genau die Mitte trifft, geht's, glaube ich, irgendwie, aber... Aber das macht irgendein Gegner. Das heißt, irgendwo wird einer sein, der uns damit beschießt. Wahrscheinlich hier da oben.
Aber das ist kein Problem, die holen wir uns. Ne, die holen wir uns nicht, weil ich so weit nicht rüberkomme. Wo sind wir denn überhaupt hin? Ich glaube nach da oben. Im Zweifelsfall immer die Richtung, wo was Gegnerisches auf uns zukommt. Der sollte weg sein. Hinter uns ist doch auch noch was gewesen, ne? Wir finden es raus. Ach, hier oben ist Munition. Oh, das ist gut. Ich geh nochmal darüber. Eine Fragmentgranate und Boltgewehr mit Granatwerfer. Gut, den halt. Soll ich auch so sehen, Munition mitgenommen. Sehr gut. Ich nehme noch ein Medicase hier drüben. Kannst du mal mit rüberschauen? Na, wo bist du? Ach, da drüben. Warte, ich komme zu dir. Jetzt habe ich den Stim genommen. Unterwegs. War F übrigens. Ja. Ach so, danke dir, danke dir. Ich nehme ihn einfach mal mit. Anstifter, achso, das ist. Okay. Ja, du bist Anstifter, so ein Anstifter, so ein der Name ist Programm nur. Ja, was? Was? Na, nix. Du musst Shift ja gar nicht halten, du kannst es nur einmal drücken. Ja. Oh, hoppala, da bin ich wieder ganz unten. Auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ach nö. Du auch? Ach nö, ja. Okay, also das geht schon mal, aber wie kommt man denn hier über dieses Ding darüber? Ach nee, wie war das mit Q hoch und dann... Nochmal ein Q-Dash nach vorne machen kannst. Ach ja, genau, wunderbar, vielen Dank. Ja, ein bisschen ungewohnt, aber wir kriegen das hin. Ich glaube, die sind eh schon alle kaputt, bis wir da eindrücken. Was hat so lange gedauert? Die Steuerung, die ist das. Hm, genau. Na, dann zeig mal her, wo ist der Gegner? Noch mehr dieser Xenos-Monster! Och nee. Gesammelte Biomasse. Widerlich. Die Absturzstelle befindet sich jenseits dieser Biomasse. So hoch können wir nicht sprengen. Autsch. Wir haben Melterladungen, Leutnant. Platziert sie klug, nur an den Schwachstellen. Weil diese fliegenden Dinger sind schon echt ätzend, ne? Naja, der eine liegt am Boden, ich guck mal, ob ich ihn krieg. Zu einem Torb neutralisiert. Den einen habe ich. Aber ich glaube, da fliegt noch ein zweiter, ich versuche den da mal anzuschießen. Der weicht auch noch aus, stell dir mal vor, jetzt schießt er noch nicht, ne? Lass das mal. Nee. Was soll das noch sehen? Na, es ist gut, wenn er auf dich schießt, weil lässt du mich in Ruhe tatsächlich. Boah, habe ich wieder nebenbei einen zermatscht. Warte mal, wo ist er? Da unten liegt er. Hab ihn. Glaube ich. Schaut ziemlich tot aus. Aber irgendwo war noch ein anderer. Ach, da. Jo, wer ist er denn, Alter? Der Laserbert oder was? Der Laserbert. Hey, warte mal, ich kann noch das hier machen. Halt, nee, so. Ah, das dachte ich mir. Ja, ja. Lalalalala. Nicht anhalten. Geht's einfach mal da links rum, ne? Mach mal Ziel. Objective. Objective, sagt er. Objective. Ich reiße erstmal noch ein Dings auseinander. Und der nächste kommt schon wieder da. Ach, ich glaube, die kommen sogar zu dir, wenn ich das richtig sehe. Ah, schade. Wir vergeuden unsere Zeit. Bringt die Ladungen in Position. Ja, Zeitvergeuden ist schon wieder so hart gesagt. Achso, wir müssen nach da oben. Ja, warte mal. So und so. Nee. Dashen war cool. Ich versuche dran zu denken. Oh, hier oben gibt's Gegner und Waffen. Ein Stalker-Bolt-Gewehr, eine Plasma-Pistole und ein Sturmbolt-Gewehr. Bin ich nachhaltig vor von dieser Mission? Ja, hat auch. Wir sind dabei. Wir haben so viel Zeit, Mensch. So viel Zeit. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner grunzt mich doch hier an, aber ich bin dabei. Ich gehe mal darüber. Jetzt ist er runtergegangen. Warte mal, wo muss man da hin? Darüber. Aber wo müssen wir denn die restlichen anbringen, ist die Frage. Ich hab noch zwei angebracht. Noch einen angebracht. Wir vergeuden unsere Zeit. Bringt die Ladungen in Position. Drei Schuss Präzisionskarabiner mit Zielfernrohr. Das klingt über die Entfernung gar nicht so verkehrt, auch wenn ich eigentlich meinen Granatwerfer gern behalten würde. Dann kann ich die da hinten wegmachen.
Ja, aber ich glaube, ich kann die mit diesem Karabiner-Dreischuss-Ding da ziemlich gut wegmachen. Nachladen! Meine ich zumindest. Ich versuche es mal. Dich habe ich. Die schauen ziemlich tot aus. Nimm trotzdem mal meinen Granatwerfer weiter mit. Wo muss ich hin? Weg mit dem Gesindel. Ach, nach da unten. Da interagiert er. Sprengstoff wurde platziert. Dich säge ich nochmal weg. Muss denn der letzte hin? Oh, ich möchte den letzten machen. Mach das. Zumindest mal einen, dass ich das mal gemacht habe. Dum 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 dum. Vergiftet. Oh mein Gott. Ich sterbe. Da gibt's was von Ratiofarm, glaube ich. Ja. Warte mal, wir müssen da irgendwie weg, wird mir gesagt. Ich gehe mal in Position. Scheiße, gute Festung. Na, was bist du denn hier so? Boah. Oh. Die rennen mir ja sogar hinterher. Das ist exekutiert. In welchem Universum, also Antwort im Warhammer-Universum, kommen denn die Beute zum Jäger? Aber das finde ich sehr gut tatsächlich. Zünden. Hast du gezündet? Gleich, jetzt. Eine zündende Idee. Ich seh deinen Folgentitel schon. Eine zündende Idee. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich machen, jetzt wo du es gesagt hast, ne? Ja. Kenn ich doch. Ja, ja. Ach, wir sind schon da, guck mal. Da ist ein Bruder. Ja. Und ach, da ist die Nullnummer. Ja. Ist nur ein Kratzer. Oh, was sehe ich da? Chaos. Such das Gebiet ab. Meinst du die Schriftzeichen? Mhm. Rubicon-Operation. Wann? Vor 2 Tagen. Sucht schon! Na los! Wir sollten gehen. Ich sagte, mir geht's gut. Losig ist tot. Die Mission ist vorbei. Der Schuldige ist längst verschwunden. Mein Lord, Sie können nicht mit laut dem Befehl. Scheiß auf Befehl. Befehl, Stadt. Sie können nicht. Unser Leutnant ist verwundet. Du kannst mich nicht aufhalten, Bruder. Wir gehen auf das Schiff. Hallo, hallo? Bist du da? Aber ein was muss ich sagen. Ja, bitte. Die haben schon schnell gemalt, ne, eigentlich. Ja. Gut, wir haben auch ewig lang gebraucht, ne? Bis wir dort waren. Ein Erfolg. Ja, ewig. Nein, Späßle. Aber ja. Ich warte auf meine Ordensbrüder. Ich lade die Ressourcen noch. Ich bin noch bei Serverbeitritt. Der Captain enthält uns etwas vor. Akeran würde uns niemals hintergehen, Gadriel. Und wo hat Demetrian Titus dann vorher gedient?
Und warum steht er so kurz nach einer Operation schon wieder auf dem Schlachtfeld? Sergeant Vent hier, der Vent, ein Deathwatch-Team, das die Virusbombe auf Kadaku gezündet hat. Vielleicht war unser Leutnant bei ihm. Was wir gerade an dieser Absturzstelle gesehen haben, macht mir weitaus größere Sorgen. Hast du schon wieder Widerhall mir gegenüber? Ja, ich wollte gerade sagen, Leutnant. Hallo. Hallo, Bruder. Hat gar nichts gesagt. Hab ich. Gar nichts gemacht. Die Apothekari sollten sie untersuchen. Das ist weder nötig, noch zeitlich machbar. Selbst Margos Galio macht sich Sorgen. Hört wenigstens auf ihn, wenn unsere Meinung schon egal ist. Wenn so etwas noch einmal passieren sollte, könnte das den gesamten Trupp in Gefahr bringen. Das kann warten. Ich muss Captain Ackeran sprechen. Zu Befehl. Ja, aber ich habe jetzt nicht ganz Unrecht, ne? Du wolltest mal zu einem Doktor gehen. Du hast hier mal die Backen zu halten. Ich bin hier der Chef oder so ähnlich. Aber nein, ich würde dir grundsätzlich recht geben, wenn es mir meine Rolle zulassen würde. Apropos Backen halten, ne? Ja. Was kommt jetzt? Ich würde sagen, wir machen hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Oh, der Meister der Überleitungen. Ich hatte schon wieder Angst, dass meine Aufnahme jetzt abschmiert beim Serverbeitritt. Ah, deswegen hast du auch gesagt, oh, verstehe. Ja. Okay, ja. Immer wenn unten die Leiste beim Serverbeitritt nicht wirklich vorangeht, habe ich immer Schiss. Ja, verstehe ich. Dass gleich zu Ende ist. Ja, bei mir ist nach jedem Mal laden so, ob ich wieder in diesen Modus komme, wie es bei mir in der zweiten Folge war, wo es so geruggelt hat. Ne? Werden sie auch zwischendrin nochmal. Ja. Es ist also... Das Spiel ist wirklich, ne, kann man sagen, wirklich sehr gut, hat viele krasse Elemente, aber die spannendste Stelle ist tatsächlich, ob das mit dem Laden des Spiels funktioniert. Genau, das ist wirklich, da kannst du die Luft schneiden. Ne? Ja. Naja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.